Am Montagabend haben wir bereits einen Blick in die Theorie der Detektionsmethoden von Exoplaneten werfen können. Heute gehen wir selbst auf die Suche. Doktor der Meteorologie, Dr. Michael Teusner, fasziniert von Astronomie, kann für Astronomie faszinieren. Seit seiner Begegnung mit dem Halleyschen Kometen ist er auf der Suche nach extrasolaren Planeten. Vor 14 Jahren hatte er es zum ersten Mal geschafft, mit nur recht einfachen Mitteln den Transit eines Exoplaneten nachzuweisen. Michael, bitte hilf uns, weitere zu finden. Bühne frei für Dr. Michael Teusner. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu einem, also wie ich persönlich finde, ausgesprochen spannenden Thema, das ja auch noch gar nicht so lange praktisch in der Wissenschaft jetzt aktuell ist. Also das heißt gar nicht so lange, inzwischen sind es auch schon 30 Jahre, aber bis vor 30 Jahren wusste man ja noch gar nicht genau, ob es um andere Sterne überhaupt Planeten gibt. Und seitdem hat sich da natürlich sehr viel getan. Ich habe das immer schon so nebenbei ein bisschen mitverfolgt und habe dann tatsächlich, also um 2007 rum, das erste Mal überlegt, ob ich als Amateur nicht auch eine Chance hätte, solche Exoplaneten selber mal nachzuweisen. Also jetzt nicht selbst auf die Suche tatsächlich zu gehen, also da ist man doch eher relativ chancenlos, selbst welche zufällig zu finden, sondern einfach bei Sternen, die also einen Exoplaneten haben oder einen Planeten haben, von einem Planeten umrundet werden, diesen auch nachweisen zu können mit einfachen Mitteln, einfachen Amateurmitteln. Und zum Anfang erstmal, was ist überhaupt ein Exoplanet? So grundlegend ist das ja relativ einfach beschrieben. Das ist einfach ein Planet außerhalb des Sonnensystems. Also nicht einer der acht, die wir bei uns haben, sondern einfach einer, der einen anderen Stern, eine andere Sonne umkreist. Und inzwischen kennt man da wirklich schon richtig viele von. Also ich habe gerade heute Morgen noch mal nachgeguckt, also bislang bestätigt sind inzwischen 3628 Planetensysteme und 808 von denen haben sogar mehr als einen Planeten. Und da gibt es so ganz exotische Sachen auch dabei. Also man hatte ja erstmal erwartet, so ein Sonnensystem müsste vielleicht so aussehen wie unser Sonnensystem. Nur relativ regelmäßig angeordneten Planeten, innen die kleinen, dann außen die größeren. Aber da ist eigentlich irgendwie alles über den Haufen geworfen worden und da ist die Wissenschaft auch immer noch dabei, überhaupt zu erklären, wie Planeten jetzt eigentlich genau um Sterne entstehen und vor allem die, um die, also die ich als Amateur besonders einfach nachweisen kann. Und ja, insgesamt kennt man jetzt schon so 4904, also Stand heute Morgen, Exoplaneten insgesamt. Und man muss sich vorstellen, das ist ja erst 30 Jahre her, dass man überhaupt den ersten entdeckt hat. Und 1995 überhaupt den ersten Exoplaneten um einen normalen Stern sozusagen. 1992 hat man ja sowas relativ Exotisches entdeckt, um einen sogenannten Pulsar, also eine Sternleiche sozusagen. Aber inzwischen findet man, also durch auch Suchprogramme mit Satelliten und bodengebundenen Systemen, praktisch überall, wo man guckt, Planeten um andere Sterne herum. Und ja, wie findet man jetzt eigentlich? Ich habe gehört, es gab ja auch schon einen Vortrag dazu. Das ist ja erstmal nicht so einfach, ne? Also wenn man jetzt einfach erstmal einen Stern anguckt, woher weiß man eigentlich, dass da ein anderer Planet herumkreist? Und da haben sich die Astronomen, also die Profi-Astronomen natürlich, ganz ausgeklügelte Dinge, also einen wahren Zoo von Methoden inzwischen überlegt, mit denen man solche Exoplaneten tatsächlich auch dann finden kann. Hier ist so ein grober Überblick von allen Methoden, mit denen man bisher erfolgreich war. Und die kann man so grundlegend in drei Kategorien unterscheiden. Das eine nennt sich Dynamik. Also da guckt man sich so dynamische Sachen an, wie Sachen, wo sich die Bahn verändert oder Parameter, die die Bahn bestimmen, die sich dann ändern im Laufe der Zeit. Dann gibt es so was ganz Exotisches, Microlensing heißt das. Das muss man sich so vorstellen, dass da praktisch in unserer Sichtlinie sich zwei Sterne befinden. Einer ist sehr, sehr weit weg, einer ein bisschen dichter dran. Und Sterne bewegen sich ja auch, die stehen ja tatsächlich nicht fest. Und wenn dann sozusagen vor einem weit entfernten Stern ein anderer vorbeizieht, dann wird sozusagen durch so einen Gravitationslinseneffekt, ne, also es wirkt das Gravitationsfeld dieses anderen Sterns wie eine Linse, verstärkt das Licht des dahinterliegenden Sterns. Und wenn der dann auch noch Planeten hat, dann gibt es da so ganz komische Spitzen in der Helligkeit, die man dann messen kann. Also das Licht des dahinterliegenden Sterns wird dann verstärkt und hat dann so ganz charakteristische Ausreißer, mit denen man das finden kann. Aber der Nachteil von der Methode ist,
das funktioniert halt nur einmal, ne, weil ja so ein Stern, diese Konstellation nur einmal vorhanden ist. Fotometrie ist dann so die dritte große Kategorie. Da geht es einfach tatsächlich dann erstmal auch so um direkte Abbildung, also dass man mit speziellen oder auch sehr, sehr großen Teleskopen, muss man gleich dazu sagen, also meinetwegen sowas wie die Very Large Telescope in Chile, also 8 Meter Spiegeldurchmesser und so weiter. Damit kann man auch tatsächlich heute schon direkt Planeten um andere Sterne fotografieren, unter besonderen Bedingungen aber auch nur. Und das Dritte, worum wir uns vor allem heute kümmern, das sind die sogenannten Transits. Also das ist auch eigentlich fast die einzige Methode, würde ich sagen, bei denen Amateure eine Chance haben, Exoplaneten um andere Sterne nachzuweisen. Die anderen, also gerade hier die dynamischen, die sind so speziell, also sie werden auf absehbare Zeit immer den Profi-Astronomen vorbehalten bleiben. Und das Microlensing, da müsste man dann ja auch sozusagen schon vorher wissen, ob das passiert oder nicht, müsste man auch zufällig im richtigen Moment gucken. Aber diesen Transit, ich erkläre auch dann gleich noch, was das überhaupt ist und wie das genau funktioniert. Da kann man das eben sozusagen wiederholt und immer wieder zum richtigen Zeitpunkt dann machen. Was man hier auch noch in dem Diagramm sehen kann, da erkennt man also bis zu welcher Größe man schon Objekte um andere Sterne nachgewiesen hat mit den verschiedenen Methoden. Und da sieht man mit diesen Pulsaren, also da, was ja 1992 schon das erste Mal gelungen ist, da kann man so Planeten bis unter eine Erdmasse nachweisen. Mit anderen geht das nicht so weit runter, so bis Jupitergröße. Microlensing auch so bis eine Erde immerhin runter, aber die Transitbeobachtung aus dem Weltall, also mit den Weltraumteleskopen, die es heute gibt, also Hubble zum Beispiel, und was ja vielleicht auch einige mitbekommen haben, jetzt ist ja das James Webb Space Teleskop gestartet worden, gerade an Weihnachten, das wird da auch noch viel, viel kleinere Objekte finden können. Aber selbst da kommt man tatsächlich, also mit diesen Transitmethoden heute schon, zu Planetengrößen, die kleiner sind als unser Mond sogar, also ein Durchmesser so 2000 Kilometer. Vom Boden aus geht das nicht ganz so gut, da sieht man, da kommt man so bis, ja, so knapp unter 10 Erdmassen sozusagen bei den Planeten. Das hängt leider damit zusammen, dass unsere Erdatmosphäre immer sozusagen die Beobachtung ein bisschen kaputt macht. Also es kennen ja auch einige, ne, waren so im Sommer auf einer Straße, das flimmert immer so komisch. Luft bewegt sich, Luft verschiedener Temperatur wirbelt durcheinander und dadurch werden die Bilder, die man vom Boden macht, einfach insgesamt schlechter und die Daten. Und das kann man halt nicht beliebig kompensieren. Insofern haben da die Weltallbeobachtungen einfach einen großen Vorteil insgesamt. Ja, und wie das jetzt insgesamt mit der Transitmethode funktioniert, braucht auch eine bestimmte Konstellation. Also man hat einen Stern und dann muss aus Sicht unserer Erde sozusagen vor diesem Stern dann der Planet vorbeiziehen. Das heißt, man muss ungefähr sozusagen in die Bahnebene dieses Planeten hereingucken. Und wenn der dann vor diesem Stern vorbeizieht, dann deckt der natürlich einen Teil des Sterns ab. Das heißt, der Stern leuchtet dann ein wenig schwächer. Entsprechend nimmt die Helligkeit dann ein bisschen ab. Das zeigt diese Kurve dann hier drunter. Also diese Abschwächung der Helligkeit, die kann man dann tatsächlich mit den heutigen Methoden und auch ich als Amateur sogar tatsächlich messen. Aus dem Sonnensystem kennen wir sowas auch schon. Vielleicht haben einige auch schon mal hier bei uns Planetentransits gesehen. Weil das sind zum Beispiel der Venus-Transit vom 6.6.2012. Da ist ja aus Sicht der Erde die Venus vor der Sonne vorbeigezogen. Also so muss man sich das vorstellen. Ne? Zieht ein Planet über ein paar Stunden oder wie auch lange auch immer der braucht, da vorbei und schwächt dann das Licht der Sonne oder des Sterns dann immer ein bisschen ab. Man sieht schon, wenn Merkur vorbeizieht, das funktioniert natürlich bei uns nur bei den inneren Planeten. Ne? Die können ja nur vor der Sonne vorbeiziehen. Aus unserer Sicht. Merkur, der würde ja nur extrem, weil er viel kleiner ist, extrem wenig abdecken. Entsprechend schwieriger wäre dann so ein Planet dann tatsächlich nachweisbar. Geht aber eben heute auch schon tatsächlich. Und ja, was noch einen Effekt hat, also wie stark der Effekt hat, das hängt eben, was ich ja schon sagte, von der Größe des Planeten ab, der vor dem Stern vorbeizieht. Vor der Größe des Sterns natürlich auch. Und wenn man mal so guckt hier, wenn der, ja sozusagen das Verhältnis zwischen Planet Stern sozusagen hier so bei 15% liegt, dann hat man natürlich eine viel, viel stärkere Abschwächung des Lichts, also sagen wir mal so 2-3%, als bei viel, viel kleineren Planeten. Entsprechend ist es für mich als Amateur natürlich auch eigentlich nur möglich, große Planeten damit, also was wie Jupiter zum Beispiel, damit nachzuweisen. Die Länge des Transits ist auch entscheidend, ne? Also wenn so ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht aus unserer Sicht, dann ist die Länge natürlich davon abhängig, dieses Transits, wie weit er von seinem Stern entfernt herumzieht. Und die Transitplaneten, die man heute so beobachtet, die haben, also die ich als Amateur gut beobachten kann,
wo die Zeit, also die Dauer des Transits auch recht kurz ist, die brauchen tatsächlich nur so, also 1 bis 4 Tage einmal um ihren Stern rum. Also Erde braucht ja 365 Tage und die schaffen das, also ein Jahr dauert bei denen praktisch 1 bis 4 Erdentage, bei manchen sogar noch weniger. Und umso einfacher ist natürlich ein Transit nachzuweisen. Wenn er schön kurz ist, muss man nicht so lange gucken. Wenn der Transit 4 Stunden lang wäre, müsste ich ja auch vorher schon anfangen zu gucken, auch danach, meinetwegen 6 Stunden beobachten. In der Zeit muss der Himmel auch noch klar sein und so weiter und der Stern natürlich über dem Horizont stehen. Also insofern sind kurze Transits für Amateurastronomen dann eigentlich so die am besten geeigneten. Und wie der Ablauf dann so aussieht, ne, also wenn man dicht an so einem Stern dran wäre oder wenn halt Jupiter zum Beispiel von ganz weit entfernt vor unserer Sonne vorbeiziehen würde, würde das so aussehen. Erstmal nichts abgedeckt, dann zieht er langsam davor, wandert dann innerhalb von ein paar Stunden darüber und verschwindet wieder. Wenn ich jetzt sehr weit weggehe, sieht das dann ja, also sozusagen hier auf mehrere Lichtjahre Entfernung einen Stern beobachtet, der so einen Transit hat, dann sieht das dann ja eigentlich nur noch so aus. Man sieht nur noch einen Punkt, der ein ganz, ganz bisschen schlechter oder schwächer wird. Das heißt, man macht einfach insgesamt mit der Ausrüstung, also was man also braucht, sage ich auch gleich kurz noch, macht man einfach ganz, ganz viele Fotos und wertet die nachher aus. Also ich mache in regelmäßigen Abständen Fotos mit einer bestimmten Belichtungszeit mit einem Teleskop und werte dann mit einer bestimmten Software, die stelle ich auch nachher noch vor, dann diese Daten, die man dann aufgenommen hat, sozusagen aus und überprüfe dann, ist der Stern in der Zeit dann schwächer geworden oder nicht. Ich zeige mal so ein paar Beispiele, wie solche echten Transitlichtkurven aussehen. Die sind zum Beispiel von den Profis aufgenommen worden. Hier ganz berühmt Hubble, durch das Weltraumteleskop, da sieht man eine super Messkurve. Ne? Punkte, Messpunkte liegen alle praktisch hier ganz dicht auf dieser Linie. Und man sieht schon, der Einbruch, der geht dann erstmal so gemächlich vonstatten, dann so ein Minimum irgendwann und dann oder umgekehrt geht dann hier wieder, wenn der Planet dann wieder von dem Stern wegzieht, dann geht die Helligkeit des Planeten natürlich, oder des Sterns natürlich dann insgesamt wieder in die Höhe. Und dass das jetzt so nicht so gerade runtergeht oder hier so eckiger aussieht vielleicht, das liegt in dem Fall daran, wo der Stern oder der Planet vor seinem Stern vorbeizieht. Ich gehe nochmal kurz zurück hier, ob er mehr sozusagen hier am Rand rüberzieht aus unserer Sicht oder mehr übers Zentrum. Und dass diese Helligkeitskurve dann so ein bisschen geglättet aussieht, hängt auch damit zusammen, dass die Sternenscheibe sozusagen nicht gleichmäßig hell leuchtet. Weil zum Rand scheint die dunkler zu sein als in der Mitte zum Beispiel. Das hängt mit der Zusammensetzung der Sternenatmosphäre sozusagen zusammen, also wie das Leuchten da auf der Oberfläche verteilt ist. Entsprechend kriege ich so eine Lichtkurve hier raus. Hier sieht man schon HD 20945 8b heißt dieser Planet. Also HD 20945 ist einfach erstmal nur die Kennnummer des Sterns. Da gibt es verschiedene Kataloge, nach denen die durchnummeriert sind. Gibt ja einfach unglaublich viele. Die meisten, die einfach so lichtschwach sind, dass man im bloßen Auge auch schon gar nicht mehr sieht, haben dann einfach nur so Nummern. Und der erste Exoplanet, den man in einem Sternsystem entdeckt, der bekommt dann immer den Buchstaben B. Und in der Deckungsreihenfolge geht das dann weiter. Das sieht man hier bei dem Beispiel bei diesem Stern Kepler 37. Da kennt man 3 Planeten, B, C und D. Also B, C und D hat nichts mit dem Abstand von dem Planeten um den Stern zu tun, sondern einfach in welcher Reihenfolge die entdeckt sind. Und man sieht auch bei den Profis muss so eine Lichtkurve nicht immer ganz toll aussehen, sondern ziemlich verrauscht. Das liegt einfach daran, dass hier dieser Planet Kepler 37b sehr, sehr klein ist. Und entsprechend ist natürlich die Helligkeitsänderung auch nur sehr, sehr klein. Und dann ist das natürlich umso schwieriger zu entdecken, so ein Signal. Wenn ein Planet sehr, sehr groß ist, sowas wie Jupitergröße oder größer, dann ist das Signal sehr, sehr prägnant. Dann können die Profis das natürlich spielend auch dann auflösen. Und ja, klar, ich hatte ja schon erzählt, ich hatte mich so um 2007 rumgefragt, kann ich sowas als Amateur eigentlich selber machen? Gut, ich habe kein Weltraumteleskop leider. Durchmesser von dem Hubble-Teleskop ist auch schon also 2,4 Meter Spiegel. Kein Amateur hat sowas natürlich. Und der Kepler, das hatte natürlich auch ein Weltraumbeobachtungssatellit gewesen, der natürlich auch perfekte Bedingungen immer hatte, um sowas zu finden oder überhaupt nachzuweisen. Und ich habe als Amateur, bin vom Wetter abhängig, habe ein kleines Teleskop und ich zeige mal, was ich damals für eine Ausrüstung benutzt habe. Also eigentlich ein Teleobjektiv, kann man sagen. Ne? Also ich habe ein Linsenfernrohr benutzt, 6 cm Durchmesser, 370 mm Brennweite. Und wie gesagt, damals, ne, Digitalisierung war damals ja auch bei Kameratechnik noch nicht so gut wie heute.
hatte ich so eine DMK-Kamera, nannte sich die damals, war damals sehr beliebt bei Amateurastronomen, so eine Industrie-Webcam mit einer Farbtiefe von, oder die war schwarz-weiß, war die, ach, mit 8-Bit, also konnte halt 256 Helligkeitsstufen auflösen. Und was man natürlich auch dann noch braucht, also man muss natürlich schon ein bisschen technische Ausrüstung haben, ist dann so eine sogenannte astronomische Montierung, auf der das Linsenfernrohr sitzt, die so auf den Polarstern ausgerichtet ist und die Erdrotation ausgleichen kann. Dass also sozusagen der Stern, den man beobachtet, der so einen Transit hat, dann immer an der gleichen Stelle im Bildfeld auch stehen bleibt und nicht rauswandert. Das sind so die Minimalvoraussetzungen, die man dann braucht. Und natürlich noch ein Laptop mit einer Software, die die Bilder dann einfach aufnimmt und die Kamera dann steuert. Weil das sind Sachen, die haben halt einfach die meisten Amateurastronomen heute zur Verfügung und die sind auch gar nicht so teuer. Ne? Man braucht jetzt gar keine ganz teure Ausrüstung, also für ein paar hundert Euro kann man sozusagen solche Nachweise als Amateur heute schon machen. Ja, und das, was man hier sieht, das ist das Erste, was ich damals hingekriegt habe. Transit des Exoplaneten HD189733b, 25.10.2008 ist hier ein Beispiel, wo das sehr gut geklappt hat. Das sieht man sofort. Ne? Das Transitsignal hier, Helligkeit bricht dann ein. Und so nach ungefähr 2 Stunden war dieser Transit dann wieder vorbei. Und ja, diese Planeten, die Amateure gut nachweisen können, hatte ich ja schon gesagt, ne, sehr, sehr groß müssen die sein, damit die viel abdecken bei ihrem Stern, viel Fläche abdecken, damit die Helligkeit ordentlich runtergeht und schnell soll es auch gehen. Ne? Und das sind dann vor allem diese sogenannten heißen Jupiter-Planeten, also Jupiter-große Planeten, die eben extrem eng um ihren Stern dann kreisen, auch entsprechend heiß sind, ne? Oberflächentemperaturen, 2.000-3.000 Grad sind da dann gar keine Seltenheit. Worauf man noch achten muss, also wenn man jetzt die ganzen Fotos macht, man macht ja die ganze Zeit während des Transits und vorher und nachher Fotos, die man auswertet, man darf das nicht überbelichten. Und man kann sich ja vorstellen, also wenn das sollte so aussehen, also wenn man sich so dieses, ja, dieses Helligkeitsprofil eines Sterns auf dem Sensor, wenn er abgebildet wird, das ist dann so eine Normalverteilung, ne, wenn man es fokussiert hat. Und wenn man sich vorstellt, dass man zu lange belichtet, dann ist der Sensor irgendwann gesättigt. Und dann habe ich hier irgendwann sozusagen einfach nur noch die höchste Helligkeitsstufe, also in meinem Beispiel mit 8-Bit Helligkeitswert 255. Und da gibt es dann natürlich auch gar keine Änderung mehr, ne? Auch wenn der Stern schwächer wird, wenn er überbelichtet ist. Dann könnte ich den Transit also gar nicht wirklich damit oder nicht besonders gut detektieren. Nur hier in der Flanke wird es dann halt noch ein paar Änderungen geben, aber das reicht dann halt nicht. Was auch schön ist, also um sozusagen dafür zu sorgen, dass der Stern nicht überbelichtet ist, man darf die sogar defokussieren. Also man muss das Bild gar nicht scharf stellen. Das ist sogar gut, wenn man es leicht unscharf stellt. Ist ja auch toll, ne? Sonst muss man aufpassen, was man ordentlich gut fokussiert hat. Hier bei Exoplanetenbeobachtung ist sogar gut, unscharf zu stellen. Und das ist so ein typisches Bild, wie ich die halt damals vor 14 Jahren damals gemacht habe, also ordentlich unscharf gestellt. Jetzt könnte man ja denken, okay, jetzt muss ich einfach nur die Helligkeit dieses Sterns hier beobachten. Das reicht aber nicht, also auswerten. Ne? Das geht aber tatsächlich nicht, weil wir atmosphärische Turbulenz haben. Also dadurch ändert sich die Helligkeit des Sterns allein schon so stark, dass ich das Transitsignal gar nicht mehr sehen würde. Das heißt, man benutzt dann die sogenannte relative Photometrie und vergleicht dann immer die Helligkeit des Transitsterns mit denen von umliegenden Sternen, die nah dran sind und ungefähr ähnlich hell sind. Man guckt immer, ist der im Vergleich zu denen halt heller oder dunkler geworden. Und so kann man halt dann diese Lichtkurven überhaupt nachweisen. Also direkt die Helligkeit eines Sterns messen von der Erde aus, vom Erdboden aus, ist da gar nicht möglich. Und dafür gibt es spezielle Software, die zeige ich auch gleich noch. Und dann werden wir es auch live mal ausprobieren, wie man solche Daten dann damit auswertet. Optimale Belichtungszeit gibt es auch noch. So 2 bis 3 Minuten ist ganz gut, weil dann diese atmosphärische Turbulenz ganz gut ausgeglichen wird, die da merkwürdige Helligkeitsschwankungen auch mit reinbringt. Und selbst wenn man nicht so lange belichten kann, weil der Stern einfach relativ hell ist, dann geht das trotzdem alles noch ganz gut. Also halt so belichten, dass man einfach nicht überbelichtet vor allem. Jetzt muss ich natürlich auch noch wissen, wann ist so ein Transit überhaupt? Da empfehle ich hier diese Seite, Transitvorhersagen hier von der Tschechischen Astronomischen Gesellschaft. Gibt es eine tolle Seite, da kann man sich für jeden Abend hier, habe ich mir heute rausgesucht, nachgucken, was es für Transits eigentlich gibt, die man an seinem Ort, ich habe hier Hamburg mal eingegeben, beobachten kann. Und heute Abend gibt es dann, ich glaube, schon 30 Stück, die man theoretisch beobachten könnte. Und hier wäre so einer dabei, ne? Katar 1b heißt der, das war ein Suchprogramm. Dauert der Transit hier knapp 97 Minuten. Helligkeit des Sterns ist 12,8 Magnituden. Das ist schon so, ja, 200-300 mal schwächer, als was man mit bloßen Auge noch sehen kann. Aber da werden auch immerhin, ja, so 0,02 Größenklassen, also knapp 2-3% des Lichts abgeblockt. Also das wäre
wenn wir gutes Wetter hätten, so ein ganz gutes Ziel für heute Abend sozusagen. Und der wäre auch die ganze Zeit hier in Hamburg über dem Horizont, ne? Und auch 56 Grad hoch kann man dann sehr gut beobachten. Ich habe auch für alle Links hier dann immer diese QR-Codes drin, also kann man sich dann ja auch nochmal selber dann raussuchen, dann auch in dem aufgezeichneten Vortrag. Ja, was man noch braucht, um so ein paar Exoplanetendaten nachzugucken, die braucht man nachher für die Auswertung noch. Da empfehle ich das hier, diese exoplanet.eu, da sind praktisch alle Exoplaneten, die bekannt sind, erfasst mit all ihren Daten. Und da kann man dann eben immer schön nachgucken, was die einzelnen Planeten jetzt für Umlaufzeiten haben und so weiter. Und was das für ein Stern ist, das ist auch wichtig dann nachher noch für die Auswertung. Ich zeige noch kurz, wie das bei mir zu Hause sozusagen auf dem Balkon, ich habe so eine Art Balkonsternwarte, nicht das, wo ich das Stativ mit, ja, schon auf dem Balkon aufbaue. Sieht schon relativ technisiert aus, wie man sieht, und das ist auch alles computergesteuert. Man muss natürlich auch gar nicht mehr beim Teleskop dabei sein, kann das dann auch von drin über meinetwegen TeamViewer oder so steuern. Ist alles ein bisschen bequemer geworden als früher. Und man sieht ja, das Teleskop ist jetzt nicht der 6 cm, sondern 10 cm Durchmesser. Eine spezielle Astronomiekamera. Da gibt es auch eine riesige Auswahl, aber auch schon günstige, so ab 100 Euro, mit dem man sowas dann machen kann. Braucht eben dann noch eine Aufnahmesoftware. Da benutze ich dann ein Astrophotography-Tool, heißt das. Und Nachfüllkontrolle ist auch gut. Ich habe praktisch so ein zweites Teleskop noch mit einer zweiten Kamera, sieht man hier, das dann immer einen Stern beobachtet und dafür sorgt, über Steuerimpulse an die Montierung, an die Motoren, dass dann sozusagen das Bildfeld immer exakt stehen bleibt, also auf 2-3 Pixel genau, ne, sodass sich da auch gar nichts möglichst verschiebt. Und wichtig ist dann noch diese Auswertesoftware AstroImageJ. Das ist sozusagen das, was tatsächlich die Profis benutzen, was man aber frei im Netz runterladen kann. Und das zeige ich jetzt mal kurz, also wie man mit der eine echte Messreihe, die ich aufgenommen habe, auswerten kann. Da gibt es auch auf YouTube Tutorials für, also wer sich dafür interessiert und sowas gerne mal selber machen möchte, Links kommen auch zum Schluss dann später nochmal. Genau, so sieht das Grundding aus, wenn man das dann gleich aufmacht. Ich beende mal kurz hier die Präsentation. Machen wir das hier klein, habe ich schon vorbereitet hier. So sieht erstmal die Software aus, wenn man sie aufruft. Und jetzt muss ich natürlich erstmal die Bildserie laden. Dazu gehe ich hier auf Import, Image Sequence und habe das natürlich schon vorbereitet, suche mir jetzt diese Bilder raus. Die müssen in diesem astronomischen FITS-Format sein, damit das gut funktioniert. Und das geben aber die Programme, mit denen man die Bilder halt aufnimmt, geben das aber auch auf Wunsch immer raus. Also deswegen sollte man dann das Datenformat bei der Bildausgabe wählen. Öffne das mal, ich brauche nur ein Bild der Bildserie anklicken. Das fragt, sagt er mir schon, sind 143 Bilder jetzt hier drin. Was auch ganz wichtig ist, Use Virtual Stack sollte man da immer anklicken, weil er sonst versucht, alle 140 Frames in den Arbeitsspeicher zu laden. Und bei 20 Megapixel Bildern ist das nicht so eine gute Idee. Also da kriegt man den Rechner auf jeden Fall in die Knie, wenn man das nicht anklickt hier. Und jetzt gehen erstmal gleich dann ein paar Fenster auf. Sucht das Bild jetzt erstmal hier raus. Und jetzt hat man die Aufnahme hier. Jetzt sieht man schon ganz, ganz viele Sterne im Bild. Hab das Histogramm so ein bisschen gestreckt schon mal, dass man auch die ganzen Sterne sieht. Und jetzt muss man natürlich wissen, welches ist jetzt der Stern mit dem Exoplaneten. Das habe ich natürlich vorausgesucht. Zoom mal hier rein, das ist der hier. Und den klicke ich jetzt einfach erstmal an. Jetzt sieht man schon so eine komische Zielscheibe. Am Ende werden sozusagen die Daten im inneren Kreis ausgewertet und der äußere Kreis, das ist sozusagen das Hintergrundsignal, das immer noch von den Daten abgezogen wird. Und um sozusagen dieses Profil zu ermitteln, gehe ich dann jetzt erstmal auf Analyze und mache Plot Seeing Profile. Da wird mir jetzt dieses Profil dieses Sterns, den ich gerade angeklickt habe, ne, erstmal hier angezeigt. Und der bestimmt dann automatisch sozusagen die optimalen Radien für die Auswertung. Also das, was er als Quelle, Source hier ansieht und das, was er als Background dann verwendet. Das speichere ich jetzt, kann das dann auch gleich wieder zumachen. Jetzt muss ich halt diese relative Photometrie machen, also mehrere Sterne anklicken, mit denen ich das vergleiche, diesen Transitstern. Klicke hier auf dieses Symbol mit den zwei Kreisen. Da habe ich schon ein paar Sachen eingestellt jetzt. Kann man sich in den Tutorials alles raussuchen, was man da, was das alles bedeutet. Ich gehe jetzt hier gleich mal auf Place a Purchase, heißt das. Und muss jetzt als erstes immer den Transitstern anklicken. Und danach dann einfach immer linker Mausklick hier die ähnlich helle Vergleichssterne in der Umgebung. Nehme ich einfach erstmal die hier. Reicht schon, den auch noch dazu, der ist vielleicht ein bisschen zu hell. Er zeigt einem auch hier sozusagen den Helligkeitswert insgesamt an, dann kann man es auch ganz gut vergleichen. Kann dann auch nochmal einen wegklicken, wenn einem der nicht gefällt.
Jetzt muss ich nur rechte Maustaste drücken. Es gehen gleich ganz viele Fenster auf. Und die Auswertung dauert dann jetzt etwa so 5 Minuten. Können wir live zugucken. Ich erkläre nebenbei auch noch so ein bisschen was. Wie gesagt, man hat viele Fenster in den Tutorials, ist das auch alles gut erklärt. Und wenn man da, es gibt auch ein Forum hier für diese Software, wo man immer alle Fragen stellen kann, wo die Leute auch sehr hilfsbereit sind. Und ich habe jetzt hier sozusagen dieses, also für die ganzen Plot-Angaben kann ich hier verschiedene Sachen auswählen. Ich kann hier angeben, wann der Transit angefangen hat. Und habe mir das mal rausgesucht, also fing an dem Abend. Also die Daten sind auch schon in den Bildern mitgespeichert, die jetzt ausgewertet werden. Deswegen weiß er jetzt schon, welche Uhrzeit zu welchem Bild gehört. Aber ich kann ihm sagen, wann der angefangen hat, 23.12 Uhr. Das wird dann auch gleich sozusagen in Dezimal umgerechnet. Und geendet hat der Transit an dem Abend um 0.29 Uhr. War so ein 77-Minuten-Transit in diesem Fall von einem Exoplaneten, der TRESS 3b heißt. Und das ist auch so ein heißer Jupiterplanet. Und man sieht schon, da werden schon so Linien gezeichnet. Die blauen Messpunkte sind sozusagen die Helligkeitswerte, die jetzt aus diesen einzelnen Aufnahmen ausgewertet werden. Und ich habe ihm jetzt ja schon gesagt, wann der Transit an dem Abend angefangen hat. Das konnte man ja bei diesem Exoplaneten von der tschechischen Seite da sich angucken. Ist jetzt hier als rote Linie erstmal markiert, wann das theoretisch angefangen hat. Oder vorhergesagt war, dass es anfängt und wann es aufgehört hat. Ich kann dann jetzt noch sagen, welche Messpunkte er hier für diese Auswertung benutzen soll. Da soll er halt nicht die in dem Transit benutzen, so als Basis, weil da noch so Fits gemacht werden, um da Trends rauszurechnen. Und dann sagt man ihm, nimm nicht die Werte hier aus diesem Transit-Fit. Erkläre ich auch gleich noch ganz kurz. Klick hier mit links sozusagen rein. Also drücke Steuerung und klicke links. Da kann ich jetzt an dem Punkt markieren, welche Punkte er benutzen soll. Also alle, die hier jetzt rechts, links liegen. Auf der anderen Seite mache ich das genauso dann, ne? Werden wir dann gleich noch sehen. Und was ich hier bei diesem Fit-Parameter noch angebe, ne? Ich sage, also ist die Software so gebaut, dass sie automatisch so Transit-Profile dann an die Messpunkte anfittet. Dazu muss sie aber wissen, sozusagen auch möglichst, wie die Periode dieses Exoplaneten um seinen Stern ist. Das habe ich halt von dieser exoplanet.eu rausgesucht. Und bei dem sind das 1,3 Tage hier ungefähr, habe ich hier schon mal reingepastet. Was man auch angeben muss, um sozusagen physikalische Eigenschaften tatsächlich des Exoplaneten auch rauskriegen zu können als Amateur, kann ich dann auch noch sozusagen diesen die Größe des Sterns angeben. Das steht auch alles bei exoplanet.eu. Da sieht man hier, der Stern, um den dieser heiße Jupiterkreis, dieser TRESS 3b, der hat 0,924 Sonnenmassen. Das gibt man dann hier auch noch ein. Da haben die Astronomen dann so verschiedene Modelle, mit denen sie dann eben so Sternenprofile berechnen können oder Sternengrößen, sodass man dann auch sozusagen die Größe des Planeten ableiten kann. Man sieht schon, ne, also im Transit kann man jetzt schon richtig gut sehen. Ne, also hier ging auch ungefähr, wie man sieht, offenbar zum vorhergesagten Zeitpunkt los. Helligkeit wird dann jetzt so um hier so 2%, 3% ungefähr schwächer. Man sieht schon, dass die Messpunkte natürlich streuen. Das liegt einfach an der atmosphärischen Unruhe, die es auch so gibt, an den Eigenschaften des Sensors, an Sensorrauschen und so weiter. Aber insgesamt ist der Transit halt problemlos zu erkennen. Und man sieht auch, jetzt gehen die Messpunkte auch langsam schon wieder nach oben. Und man sieht auch schon, wenn man hier unten hinguckt, hier sind jetzt verschiedene Parameter auch über diesen Planeten schon angegeben und hier auch. Also man sieht hier, man kann verschiedene Sachen fitten lassen, die automatisch gefittet werden. Muss man sich, wie gesagt, in der Software auch nochmal ein bisschen einfuchsen, was da jetzt was genau bedeutet. Es gibt auch große Dokumentation dazu. Und hier sind sozusagen die Bahndaten, die aus diesem Fit, aus dieser Transitlichtkurve jetzt rauskommen für den Planeten. Ne? Also A ist sozusagen diese kleine Halbachse, also Abstand von dem Stern im Verhältnis zum Sternendurchmesser, also R Stern hier. Also die kleine Halbachse, ne? Abstand des Planeten vom Stern wäre sozusagen 6,4 Sternendurchmesser. Also muss man sich vorstellen, bei der Erde sind das so ungefähr ein Faktor 100 im Abstand zur, also Erde, Sonne und Durchmesser der Sonne. Und was man hier unten auch noch sieht, hier wird auch die Größe des Planeten, des Exoplaneten angegeben, die aus dieser Lichtkurve rauskommt und aus diesem ganzen Fit. Da sieht man hier 1,4-facher Jupiterdurchmesser hat der nach den Berechnungen aus den Messpunkten, die ich aufgenommen habe. Und was man auch noch sieht, die Bahnneigung, also im Vergleich, wie unter welchem Winkel wir da drauf gucken, ist eben nicht 90 Grad, also zieht nicht senkrecht über den Stern rüber, sondern so ein bisschen mehr am Rand, ne? Eben mit 82,7 Grad Bahnneigung. Michael, die echten,
Ja. Ich fürchte, deine Präsentation ist rausgefallen Warum? und wir haben so ein kleines Zeitproblem. Es tut Ich bin mir jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig. Das ist das Ende schon. jetzt in der Seele weh, dich sozusagen da jetzt so kalt rauszuholen. Ich bin ja Aber jetzt fertig. Das und ist du eine bist Minute noch. fertig. Alles klar, Eine Minute okay. noch. Genau. Und man sieht halt, der wahre Wert wären hier 1,3 Planetenradien gewesen, Jupiterradien. Und der wahre Wert bei Inklination ist 81,4 Grad. Also da kriegt man wirklich Werte raus, die auch den wahren entsprechen als Amateur. Gleiche Präsentation gleich wieder. Wir sind auch schon an der letzten Folie jetzt insgesamt. Man sieht also, selbst als Amateur kann man mit diesen einfachen Mitteln tatsächlich heute selbst die physischen Eigenschaften von Exoplaneten rauskriegen. Und die nützlichen Links habe ich hier nochmal zusammengefasst. Wer ich das abfotografieren will, kann das gerne machen. Entsprechend kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen. Vielen Dank. Danke dir. Nur das allererste begeisterte Feedback. Über 300 Wesen im Chat. Bitte stelle dir jetzt einen Raum mit mehr als 300 Menschen vor, die einen Ja, tosenden begeisterten Applaus irgendwie als vielen Dank. Dankeschön. Ich versuche das nur zu vermitteln, weil wir natürlich jetzt hier im Virtuellen leider diese Ich Möglichkeit nicht haben. Aber weiß deiner Imaginationsgabe, Klick, sollte es möglich sein, sich das vorzustellen. Habe ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir haben viele Fragen. Okay, alles klar. Ist der Ende, das Ende noch drauf gewesen jetzt, oder? Die Regie weiß es und wir werden es erleben. Ich hoffe ja. Wobei Gut. die Slides leider nicht höre ich gerade. Okay. Okay. Gleichwohl, die erste Frage hast du gleich als letztes beantwortet. Hat es denn schon eigentlich einen Amateur gegeben, der einen neuen Planeten entdeckt hat? Und Also das, soll ich das, kann ich jetzt einfach reinsprechen hier, ne? bitte Genau. ja. Ja, genau, es haben schon mal Amateure so ein Suchsystem selber gebaut, also das erdgebunden war mit mehreren Teleskopen. Und die haben tatsächlich auch selbst mal einen Exoplanetentransit neu entdeckt. Du selbst vor 14 Jahren. Na, ich nicht, nein, den habe ich ja nicht entdeckt, sondern ich gucke ja immer nur nach, wann sind Transits, die schon bekannt sind, und gucke halt, kann ich die mit einfachen Amateurmitteln nachweisen. Das ist aber auch wichtig, weil die Profi-Astronomen können ja nicht alle Exoplaneten ständig weiter verfolgen, weil die Teleskopzeiten ja sehr, sehr teuer sind auch teilweise und gebucht werden müssen für die ganzen Forschungsprogramme, die es gibt. Und ich kann jetzt ja gucken, ob sich sozusagen der Anfang und also wann der Transit stattfindet, ob das noch den Vorhersagen entspricht. Und da sieht man bei manchen, dass das sozusagen langsam dann sich verschiebt. Ne? Dass der meinetwegen 10 Minuten früher als vorhergesagt kommt, aus den Vorhersagen, die damals in der ersten Veröffentlichung getroffen worden sind, die Profis gemacht haben. Und darüber kann man natürlich die Bahndaten, ne, die Umlaufzeit dann weiter verbessern. Aber wenn du ganz zufällig der Erste Ja, gewesen das wärst, der. wäre Also, schön. es wäre rein theoretisch möglich mit Ja ein klar, da bisschen. müsste ich halt, genau, das wäre natürlich ein Riesenzufall. Man müsste natürlich dann, klar, kann ich machen. Also ich kann natürlich einfach jetzt die Nächte damit in Anführungszeichen verbringen, einfach dann immer von einer Stelle immer Fotos zu machen und dann die ganzen Sterne, die da drin sind, auf Exoplanetentransits zu überprüfen. Das ist natürlich theoretisch möglich, ne? Ja, Aber die selbstverständlich. Wahrscheinlichkeit ist dann halt sehr gering, vor allem weil die Transits, die halt sehr, also wo halt viel abgedeckt wird von den ganz großen Planeten, bei den helleren Sternen, die ich als Amateur beobachten kann, da sind mit Sicherheit schon recht viele auch bekannt. Aber Und klar, du kennst das Phänomen. So unwahrscheinlich es auch ist, dass das man ist einen möglich. Lottogewinn hat, es gibt immer einen Glücklichen, Ja. der einen Exoplaneten entdeckt. Also Es was, gibt, ja. eine andere Frage. Könnt ihr eigentlich unterscheiden, ob ein Planet groß und nah an der Sonne ist oder klein und weiter weg? Ich stelle mir das gerade so vor, dass ich quasi mit meinem Daumen die Sonne zudecke, dann ist der Daumen da zwar winzig, aber der Ja. Transit wäre ja da. Kann man das unterscheiden? Ja, auf jeden Fall wegen der Transitdauer kann man das unterscheiden. Ah, Ne, natürlich. weil der weit wegläuft, der braucht natürlich viel länger. Man muss sich das mal bei der Erde vorstellen, ne? Warum man jetzt Planeten findet, die halt Umlaufzeiten von ein paar Tagen hat. Bei der Erde könnte man das ja nur einmal im Jahr sehen, so ein Transit, ne? Also wenn die jetzt vor so einem Stern vorbeiziehen würde, von außen gesehen. Und insofern haben natürlich diese Suchprogramme mit den Transitplaneten natürlich dann vor allem die gefunden, die kurze Umlaufzeiten haben. Natürlich. Und jetzt nicht deswegen ist auch die Frage, ne, gibt es unser Sonnensystem jetzt eigentlich häufiger oder nicht? Also wie unseres aufgebaut ist. Umlaufzeit von Neptun sind dann ja schon 89 Jahre. Da würde so ein Transit einmal in 89 Jahren stattfinden. Ne? Da Deswegen ist das. braucht man einen langen Atem, ja. Zu so Genau. einer philosophischen Frage komme ich gleich noch. Aber vorab vielleicht noch. Wäre es hilfreich, wenn sich mehrere Exoplanetenjäger
verabreden würden, um auf unserem Planeten über eine große geografische Entfernung gleichzeitig nach Transits zu suchen, beziehungsweise einen Transit aufzunehmen. Also, weißt du, so die Idee, dass man eventuell mit einer höheren Auflösung, wie es bei verteilten Radioteleskopen ja gewinnbringend ist, würde das helfen? Das geht ja bei solchen visuellen Aufnahmen nicht. Also man muss die ja live zusammenschalten über sehr komplizierte Methoden, die die Profis natürlich dann auch haben. Das ist für Amateure nicht möglich. Das sind ja halt diese speziellen Anwendungen, mit denen die dann solche, das ist leider zu komplex. Also wüsste ich jetzt nicht, wie man sowas als Amateur machen könnte. Klar. Eine nächste Frage, wie unterscheide ich einen Transit von einem veränderlichen Stern? Also ja. Außer, dass ich das a priori weiß, da ich explizit in der Datenbank einen Transit herausgesucht habe. Genau, also die Profis, die suchen natürlich, da gibt es ja Suchprogramme für. Und das ist natürlich eine der ganz wichtigen Fragen. Man kennt ja schon sehr, sehr lange so die Helligkeitsänderungsprofile von so veränderlichen Sternen, ne, die halt aus einem anderen Entwicklungsstadium sind als die Sonne, die halt regelmäßig auch ihre Helligkeit ändern stärker. Und diese Helligkeitsprofile der Transits sind halt sehr charakteristisch und man kann natürlich nicht nur aus einer einzigen Transitbeobachtung dann gleich einen Planeten nachweisen, man muss das halt immer wieder mehrfach diesen Transit dann sehen. Und dann kann man überhaupt erst sehen, wie lange der Umlauf dauert. Und dann kann man das natürlich dann sicher sagen. Also alle 89 Jahre dann aber pünktlich da sein. Deswegen halt diese heißen Jupiter, ne, die decken halt viel ab und sind halt irre schnell um den Stern rum. Man wusste vorher wirklich überhaupt gar nicht, dass es solche Planeten überhaupt gibt. Und man hat immer noch Schwierigkeiten zu erklären, wie die überhaupt entstehen und dahin gekommen sind. Das ist halt ein irre spannendes Forschungsthema auch. Danke für die geniale Überleitung auf die philosophische Frage. Ja. Empfindet ihr als Exoplanetenjäger eigentlich auch diese anthropologische Kränkung? Also bei Wikipedia unter Kränkung der Menschheit mal nachgeschaut, weil wir als Menschheit ja jetzt nicht mehr im Mittelpunkt des Universums stehen, sondern unser Planetensystem ja offenbar eins nur von unglaublich vielen ist. Oder hilft uns das vielleicht, unsere Bedeutung ein bisschen zu relativieren, um selber mehr Verantwortung zu übernehmen? Ja, natürlich haben wir, also genau, das ist natürlich erstmal unglaublich, was wir heute, also vor 30 Jahren, ne, wusste man noch nicht, dass es Planeten um andere Sterne, also hat man vermutet natürlich, nie nachgewiesen, 92 das erste Mal. Und dann hat sich natürlich auch dann immer bestätigt, ne, dass es eigentlich gar nicht so einzigartig ist, ne, dass es Planeten an sich gibt. Aber soweit wir wissen, sind wir ja noch die einzigen bekannten Entitäten oder überhaupt der einzige bewohnte Planet bis jetzt. Nun, wir sind ja sozusagen in Anführungszeichen jetzt die einzigen, die das überhaupt alles beobachten können und auch überhaupt oder versuchen können zu erklären, das Universum zu verstehen. Ja, und das finde ich schon unglaublich spannend. Wir kriegen ja auch immer mehr raus, wie viel Verantwortung wir für unseren Planeten eigentlich haben, was so eine besondere Lage ist. Also das hat das für mich eigentlich noch viel mehr verstärkt. Die einen mehr, die anderen weniger. Also aus dieser Sonderrolle. Wer weiß, ne? Also jetzt mit den neuen Teleskopen, die jetzt kommen, also es geht ja jetzt auch in den nächsten Jahren dieses Extremely Large Telescope in Chile ans Netz, das einen 39-Meter-Spiegel hat. Das ist zusammengesetzt aus 1000 Segmenten, Einzelspiegeln. Und damit wird man natürlich dann auch tatsächlich die Spektren von Exoplanetenatmosphären aufnehmen können. Das heißt, und dann rauskriegen können, woraus die bestehen, ob es dann meinetwegen freien Sauerstoff gibt und so weiter. Und dann könnte man vielleicht dann schon in ein paar Jahren dann zumindest untersuchen, ob das auf anderen Planeten dann auch vielleicht Leben gibt oder so, ne, weil da Charakter oder auch Chlorophyll, also kann man ja auch in der Atmosphäre mit Spektra. Ja, oder einfach durch Spektrum, durch das Licht, was von so einem Planeten dann reflektiert wird, dann. Das heißt, die Profis werden dann mit ihrem milliardenschweren Gerät dahin schauen, wo die ganzen Amateure, die durch deinen Vortrag jetzt vor Begeisterung sprühen, schon mal was vermutet haben. So rum wird es laufen, oder? Man hat ja auch schon, also man kennt ja jetzt extrem viele Planeten schon, auch welche, die in den, so wie man, also wie wir das so bezeichnen, habitablen Zonen eines Sterns liegen, also da, wo die Temperatur richtig wäre, damit da dauerhaft flüssiges Wasser existieren kann, da kennt man ja auch schon relativ eine ganze Reihe. Und das wären natürlich Kandidaten, die man dann zuerst vielleicht mal anschaut. Ne? Man weiß ja auch gar nicht, was für Leben es sonst noch geben könnte, ne? Und in welcher Form und so weiter. Das muss nicht wir immer kennen nur ja nur ein Beispiel, ne? Deswegen ist das natürlich immer nur unsere eingeschränkte Sichtweise. Ja, ja. Du, wir haben den ersten Schwung von Fragen, die aus dem Chat kamen, wunderbar beantwortet, dank dir. Ich werde jetzt noch eine kleine
Abmoderation machen dürfen, aber alle Wesen einladen, tatsächlich überzusiedeln in den Question- und Answer-Raum, weil wir da die Diskussion noch ein bisschen weitertreiben können. Von dieser Stelle, an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns gleich.